Moin moin, liebe YouTube-Community. Heute zeigen wir euch anhand eines iPhone X, wie man das Display wechselt und einen Akku tauscht. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ein Display mit einem Streifen. Zudem haben wir auch noch einen Spalt im Display, der durch einen aufgeblähten Akku verursacht wurde. All das und noch viel mehr seht ihr nach unserem Intro. Für das heutige Video benötigen wir ein neues Display, wie wir hier sehen. Natürlich einen neuen Akku. Um die Dichtigkeit des Gerätes am Ende zu gewährleisten, benötigen wir natürlich auch eine Dichtung für das Display und Klebestripes, um den Akku bestmöglichst zu verkleben. Als allererstes öffnen wir unten einmal die Pentaloop-Schrauben. Sobald wir diese geöffnet haben, gehen wir mit einem Hebelwerkzeug unter das Display und hebeln es vorsichtig auf. Dann nehmen wir uns ein Plektron. Wir müssen darauf achten, dass das Handy aus ist. Hier ist es versehentlich angegangen und fahren einmal mit dem Plektron die Ränder ab und lösen somit den Kleber. Achtung, taucht nicht zu tief mit dem Plektron in das Display-Innere, um die Flexkabel nicht zu beschädigen. Wenn ihr einmal rum seid, könnt ihr schon das Display fast schon öffnen. Achtung! Öffnet es bitte in die Richtung, wo die Lautstärketasten sind, denn da befinden sich noch die Flexkabel. Um die Flexkabel zu lösen, müsst ihr einmal 5 Schrauben lösen. Das sind einfache Kreuzschrauben, um die Halteplatte zu lösen. Diese seht ihr hier, die nehmen wir jetzt vorsichtig mit der Pinzette einmal raus. Diese sichert die Konnektoren, dass diese sich nicht von alleine lösen durch leichte Stöße oder so. Und dann können wir schon als allererstes nehmen wir natürlich den Akku einmal vom Strom, damit das Gerät stromlos ist. Und dann können wir auch schon die Konnektoren für den Display lösen. Sobald diese gelöst sind, können wir das Display auch schon vorsichtig abnehmen. Reißt nicht zu sehr am Display, denn es kann sein, dass die Kleberückstände sich noch am Gehäuserand befinden und somit das Display noch etwas dran klebt. Sobald ihr das Display abgelöst habt, könnt ihr unten am unteren Bereich die Schrauben für die nächste Halterplatte entfernen. Sobald ihr diese rausgenommen habt, die Taptronic vornehmen. Hierzu müsst ihr die kleine Halteplatte, wo ihr schon die Schraube gelöst habt, einmal entfernen. Dann einmal den Konnektor darunter öffnen. Und als erstes den Lautsprecher. Das ist das rechts unten liegende Bauteil. Dieses könnt ihr anhebeln etwas, aber Vorsicht! Die untere Seite ist geklebt, die müsst ihr leicht lösen. Wie ihr hier sehen könnt, zieht sich der Kleber etwas.
Also arbeitet hier bitte mit Gefühl. Wie ihr sehen könnt, löst sich der Kleber und dann ist der Lautsprecher auch schon weg. Wenn ihr diesen entfernt habt, wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr euch als nächstes an die Taptronic machen. Die Taptronic ist einfach nur reingelegt und mit einem Konnektor unterhalb des Taptronics gesichert. Diesen Konnektor könnt ihr einfach lösen und schon habt ihr die Taptronic in der Hand. Um den Akku herauszunehmen, müsst ihr an der Unterseite die Laschen einmal vom Akku runterziehen. Wie ihr hier sehen könnt, sind es kleine drei Laschen. Diese macht ihr am besten mit einer Pinzette runter und zieht an diesen. Diese wirken so wie Tesa Power Stripes. Also man zieht an denen und dann lösen sie sich unterhalb des Akkus schon von alleine. Es ist etwas knifflig, nicht immer passt das. Manchmal reißen diese, dann muss man mit dem Hebelwerkzeug vorsichtig ran. Allerdings versucht die so flach wie möglich abzuziehen, damit die nicht reißen. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Auf der Oberseite ist auch noch ein Stripe, diesen zieht ihr auch noch mal raus und dann lässt sich der Akku schon restlos herausnehmen. Als nächstes nehmt ihr euch den neuen Akku und nehmt die neuen Klebestripes und packt sie auf die Akku-Rückseite, die nicht beschriftete Seite auf. Drückt die etwas fest, damit die sich nicht leicht lösen lassen. Und schnappt euch euer Handy wieder und entfernt als erstes die Klebefolie. Und hier als kleinen Tipp, um sie zu zentrieren, um den Akku zu zentrieren, connectet ihn erstmal wieder und dann legt ihn erst ein. Wenn ihr ihn eingelegt habt, entfernt ihr dann die Folie und fängt dann an, das Gerät wieder in rückwärtiger Reihenfolge zusammenzubauen. Das Video nicht unnötig lang zu strecken, werden wir euch den Rest mit dem Display im zweiten Teil zeigen.